TSV Roman, grüß dich, mein Lieber. So, also. So entstehen Bilder für die Autogrammkarten, oder? Weiß ich, wenn es um Bilder und Fotos geht mit JP Burman, dann wird natürlich ein Davy Selke und auch ein Prince Boateng, der hier auf dem Thumbnail wunderschön zu sehen ist, dann können die gar nicht fehlen, ja? Was sagst du dazu, dass Bayern Ronaldo angeblich zu Bayern gehen will? Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, eine Ente. So. Warte doch mal. Also. So entstehen Bilder für Autogrammkarten mit Prince, Platte und Co. Ah, Platte. Mir wurde ja von einigen von euch mal nachgesagt, ich sehe aus wie Platte. Verstehe ich gar nicht, nur weil ich einen Bart habe, ja. Jetzt bin ich schon so wie hier Flo von Stricklos. Ich sehe überhaupt nicht aus wie Michael Preetz. Aber da höre ich lieber, dass ich aussehe wie Platte. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Pfui, Uli. Da lasse ich mir lieber sagen, ich sehe aus wie, wie Platte, als dass mir jemand sagt, ich sehe aus wie Michael P. Punkt. Alter, Prezel 31er, eure Scheißstimmung, dann seid ihr doch dafür verantwortlich. Alter, vielen, vielen Dank für 20 Geschenkabmahnungen, Alter. 20 Abmahnungen auf den Montagabend, besser geht's nicht. Du wärst ein super Vorgesetzter, Alter. Vielen, 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 vielen Dank für 20 Subgifts in die Runde. Leute, bedankt euch mal. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker, du geile Sau. Bam! Prezel, Alter. Vielen, vielen Dank. Felicio, nenn bitte deine Top 3 Kolle-Vergleiche. Kann ich dir nicht aus dem Stegreif sagen, Digga. Es gibt so viele, was ist das für eine Frage? Da wäre es ja einfacher zu sagen, welche drei waren deine die schönsten Hertha-Tore, die du jemals gesehen hast. Also wir können mal einen extra Kolle-Stream machen, aber das kann ich aus dem Stegreif wirklich nicht beantworten. Es gibt so geile Vergleiche. Du siehst aus wie Dirk Duffner. Danke, Digga. Ey, danke. Dirk Duffner ist doch Pornodarsteller. Wusstest du es nicht? Also von daher gar kein Problem. Wenn der da so ein Brecheisen mit sich führt. Ich finde, du siehst aus wie Lee. Ja, auf jeden Fall. Alter, aber nochmal Prezel, ja. Ey, Ehre geht raus. Vielen, vielen Dank für deine großzügige Sub-Bombe hier, ey. Deine Sub-Grooves. Yo. Yo, 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 yo. Wie fandest du den Song von Colin mit San Diego und Juri? Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angehört. Ich finde die Feature-Parts immer nicht so geil. Ich will auch Sandwich-Maker werden. Wie mache ich das? Ganz einfach. Entweder du verbindest... Abmahnung! Du verbindest dein Amazon Prime mit Twitch, was du ja schon gemacht hast. Dann kannst du hier kostenlos abonnieren. Auf Abonnieren klicken am Computer und da unten steht dann Prime-Abo benutzen, kostenlos. Oder du gibst 3,99 aus und gönnst dir mal was und kaufst dir ein Abo. So einfach wirst du ein Sandwich-Maker, mein Lieber. Mario, danke für dein Geschenk-Abo, du geile Sau. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Dirk Diggler. Ich schwöre auf alles. Ich weiß ja nicht, aus welcher Zeit dieser Dirk Diggler ist. Aber den kannte ich wirklich nicht. Den kannte ich wirklich nicht. Banger Song gewesen, ehrlich? Okay, muss ich mir noch reinziehen. Aber ich bin auch nicht so ein großer Fan von diesem Juri. Ist irgendwie nicht so meins. Wann sind die neuen Emotes zu haben? Wenn Hammer Graphics Zeit hat, um die zu machen. Und dann dauert es ja immer noch so 1-2 Tage, bis die genehmigt sind. Aber ich denke, es wird bald der Fall sein. So, jetzt aber mal rein hier in das Video mit Kevin Prince, Platti und Co. Ich bin mir sicher, dass unter und Co. auch Davy S. fällt. Ich verstehe immer noch nicht, warum die hier diese schwarze an den Ärmeln und auch an den Kragen gemacht haben. Heute hat mir einer in die Kommentare geschrieben, könnte sein, weil die Hertha-Fahne ja auch diese schwarze Stange hat und die schwarze Umrandung. Aber irgendwie, wie gesagt, ich finde, das ist irgendwie voll der Bruch. Ich hätte es mehr gefeiert, wenn das hier blau und auch die Ärmel blau gewesen wären. Also dieser Umschlag da am Ärmel. Was hättest du gerne? Schön. Mir gefällt es sehr. Sehr schön. Sehr schön. Toussaint, der alte Playboy, er sieht einfach nur reich aus und er ist auch einfach reich. Sehr schön. Gut aus. Sehr schön. Ja, da gewinne ich. Da gewinne ich. Was macht er da? Pyramide oder was? Ser Issua Cerda bei den Illuminaten. Nicht, dass Tilman Knechte gleich noch ein Video über ihn macht.
glaube, Darida ist selbst beim Fotoshooting die meisten Kilometer gelaufen. Eigentlich müsstest du bei Prezel31er, wenn du den Namen vorliest, P.Zell sagen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Dann sprichst du den verbotenen Namen aus. Ja, ja, aber ja, dahinter steht ja 31er, also weißt ja, was es heißt, ne? Kaifun Tortu, danke für dein Prime-Abo, dritter Monat am Start. Moin, bin kurz reingekommen, um Prime-Abo dazulassen. PS, sag HK, er soll im Discord nicht immer so einen Müll schreiben. Gute Nacht, wer ist? Ist das eine geile Donation, Alter? Okay, vielleicht sage ich das ihm mal. Ist Luke Bacchio gerade eingeschlafen? Beim sehr schön, ja, so sah so aus. Transzendenter Zustand war das bei Luke Bacchio. Darida steht selbst beim Fotoshooting falsch. Ey, ey, ey. Ey, Holländisch ist so eine lustige Sprache. Das ist wirklich so crazy, dass man einfach gewisse Sachen einfach versteht, ja? Obwohl ich noch nie irgendein Wort von dieser Sprache kannte, aber ich er grinst. ich mag Jaff schon. Dass man einfach diese Sprache versteht, ja? Das ist unglaublich. Also zumindest ein bisschen was. Seefolk, Gretchen, Fotografen um. Erstmal einen schönen Ellbogen in den Hals, ey. He knows, I told him, no, my shoes is on the top. Und this is water. Der ist gefühlt auch, wir holen auch gefühlt die einzigen Niederländer, die kein Deutsch sprechen können. Der hat keinen Kamm im Haar, der hat so eine, so ein Bandana, was man sich eigentlich um den Hals oder so macht, das hat er sich um den Kopf gemacht. Ja, mit der Hacke bitte auf die schwarzen Punkte. Luxemburg ist noch wilder, die Sprache. Luxemburgisch. Holländisch ist Deutsch mit Sprachfehler, könnte auch am Dorp liegen. Das kann natürlich sein. Ja, wie Tupac damals. Man nennt ihn auch, Tupac Seefolk. Seepack. Ach, das meint er mit Seepack. Er hat sich versprochen, er meinte Seepack. Seepack. War wirklich ein Kamm? Das sah aus wie ein Bandana. An die Hüfte bitte? Ja, dann keine Ahnung. Hier siehst du auch, wozu er einen Kamm hat. Die Haare müssen sitzen. Der sieht eigentlich richtig niedlich aus, ne? Der hat so Augen wie so ein Monchichi irgendwie. Aber trotzdem ist er irgendwie voll der Styler. Arme verschränken. Das ist meine letzte Auto. Und er ist einfach ein Playboy. Ich bin mir fast sicher, dass Prince einer der wenigen ist, der nicht zu Abbas Venezia geht. Ich glaube nicht, dass der so einen Übergang macht. Mario, danke von der Bits. Holländisch ist wie Französisch gesprochene Fahrstuhlmusik. Wenn du eine Sprache brauchst, die Menschen unterbuttern muss, dann kommst du um Deutsch nicht herum. Oder was glaubst du, warum ein bekannter Österreicher niemals mit Akzent gesprochen hat? Mit der Nummer hätte er nichts erreicht. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, die deutsche Sprache ist an sich eigentlich, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch viele Dichter, du kannst halt sehr viel mit der deutschen Sprache machen, die ist halt viel, also vielfältiger als zum Beispiel die englische Sprache. Aber es ist halt auch mega schwer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn du das lernen musst, mit der, die, das und also es ist ja, also es ist unfassbar schwer. Es ist unfassbar schwer, Deutsch zu sprechen, meines Erachtens nach. Und ich würde es mir auch nicht antun. Ähm,
Die Haare müssen sitzen wie Querschnittsgelähmte. Ja, das ist natürlich ein sehr geschmackloser Vergleich, aber es stimmt. Seefolk sieht irgendwie aus wie ein Pirat mit seinen goldenen Ohrringen. Ja, Tupac, Pirat, er ist einfach alles. Aber er ist ja auch wie so ein er ist ja auch wie ein Pirat auf dem Feld. Sehr wichtig. Ah, stimmt, der Ring hat der Ohrring hat richtige Piraten-Vibes, hast du recht. Der ist ja auch nicht einfach nur Gold, der ist auch noch so verziert. Ich geh weg, weil sonst schämt er sich. Ja, der Mitty schämt sich. Der Mitty schämt sich. Dank von der Bits. Mario, Deutsch kann man nicht verstehen. Selbst die Deutschen verstehen das sogenannte Behördendeutsch nicht. Ja, aber das ist also jetzt mal ganz kurzer Exkurs. Das Behördendeutsch und das Juristendeutsch ist ja gefühlt auch extra so geschrieben, dass du es nicht verstehst. Ich lese da. In der Schule wurde uns immer gesagt, im Unterricht, bildet keine Schlangensätze, hört auf mit diesen doppelten Verneinungen und so. Und gefühlt in jedem Gesetz, in jedem Behördendeutsch, machen die alles das, um es mega schwer. Da steht einfach eigentlich eine Sache, die kannst du mit 4 Wörtern beschreiben. Das ist da ein Schlangensatz mit 3 Kommas, 4 Semikolons und 3 doppelten Verneinungen. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du am Anfang da überhaupt gelesen hast. Trikot sieht eigentlich ganz geil aus. Hat zwar ein bisschen BSR-Vibes, aber sieht eigentlich ganz geil aus, das Torwart-Trikot. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Seefolk erinnert mich an die Monchichis meiner Töchter. Habe ich doch gesagt, er sieht aus. Das sind diese Augen bei ihm. Wie er da steht. Er ist, eigentlich, er ist so eine geile Sau. Wenn er einfach nur taktisches Verständnis vom Fußball hätte. Er ist einfach irgendwie so ein geiler Typ. Ich feiere ihn ja übertrieben und auch seine Spielweise. Aber er ist einfach nicht gut genug. Ja? Man muss es einfach so sagen. Mario, danke von der Bitte. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Wie ein Politiker einmal sagte, wenn das Volk mich versteht, dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Wer hat das denn gesagt? Aber das ist ein geiler Spruch. Herr Sokrates, da lache ich mir doch einen Arsch ab. Danke für dein Stufe 1 Abo. 14 Monate bist du auch schon am Start. Ja, ja. Danke dir, mein Lieber. Immer wieder geil, dass du schon so lange dabei bist. Herr Tanik, danke für dein Stufe 1 Abo. 4. Monat am Start. Bäm. Oh Mann, so viel aufgesetzter Merch-Kram, ist doch gut. Ist doch gut, wir müssen Geld verdienen. Merchandise ist eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Du musst es ja nicht kaufen. Die Stutzen sind zu hoch auf dem Bild. Ja, das haben sie ihm, ey, ich schwöre, 100 Pro haben die ihm das gesagt. Er sagt so, mach mal die Stutzen höher. Er sagt so, er hat wahrscheinlich gar keine Stutzen, die so lang waren. Der schneidet sich doch die Stutzen immer ab. So ein bisschen weiter nach unten geguckt. Ach, sucht ihr aus. Ja, ja, sie sitzt schon. Immer seitlich. Genau, dann die Rückseite. Mein Profil ist brutal. Ja, da bin ich nicht. Gar nicht selbstverliebt. Gar nicht selbstverliebt, aber er kann sich ja erlauben. Er kann sich ja erlauben. Danke, bin ich. So. Dann ein letztes, ein Autogramm bitte. Ich kann das Seefolk einfach noch behalten wegen der Belustigung. Ganz ehrlich, es hatte schon auch teilweise was von Slapstick, wenn er gespielt hat. War das nicht auch so? Gegen, also nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison, wo er gegen RB Leipzig eingewechselt wurde und mega hardcore eingestiegen ist zweimal und dann irgendwie innerhalb von einer Halbzeit auch eine gelb-rote Karte wieder bekommen hat. Ey, wie der immer in die Zweikämpfe reingeschlittert ist, das war schon geil. Vor allem, wie jeder immer umgefallen ist gegen ihn und wie der einfach mit seinen knapp 1,80 jedes Kopfballduell gewonnen hat, egal ob da Jan Koller stand, jeder hat gegen ihn im Kopfballduell verloren. Das fand ich wirklich schon immer sehr, sehr beeindruckend. Die neuen, was schreibt Roman? Die neuen Trikots sind echt nicht so geil. Warum lassen sie nicht mal den Designer von Twitter ran? Der schüttet immer richtig schöne Designs aus dem Ärmel. Ja,
Das ist ja auch immer so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob man sich das komplett selber aussuchen darf. Da gibt es ja auch immer so Agendas, sage ich mal, von den Nike-Designern oder von den Designern der Ausrüster. Das erkennst du ja immer daran, dass sehr häufig dann jetzt zum Beispiel Barca-Trikot sieht dann ähnlich aus mit unserem Heimtrikot. Es war andere Farben und so weiter, aber die Grundstruktur ist die gleiche auch beim Auswärtstrikot und so weiter. Das ist ja sehr, sehr häufig so. Seevolk hat auch die spitzesten Ellbogen der Liga. Alter, der hat nicht nur die spitzesten Ellbogen, sein Schienbein, da, sein Schienbein, das tut schon beim Vorbei. Selbst wenn es nur so leicht dich streift, hast du schon eine Schnittwunde. Polieren ja die Autogrammjäger, ne? Das kommt dann vorne auf die Autogrammkarte drauf. Because you... Okay. Und dieses Auto-Hero... Hero sieht halt auch nicht geil aus, weil das einfach dieses übelste BSR-Orange ist, was überhaupt nicht zu Hertha passt. Ja! Was war das denn für... Was war das denn geiles? Ja! Er hat auch ein bisschen Piraten-Vibes, oder? Mit seinem Bart. Arr! Because you... Okay, again. Ja! And one more? Ja! Okay. Gar nicht unangenehm für ihn bestimmt. Mario Dankwunder, Bits. Das Geilste an Seevolk war immer, dass er einen umgenietet hat und dermaßen unschuldig gucken konnte, wenn der Schiri gefragt hatte, warum sein Gegenspieler jetzt an zwei separaten Spielflächen fand. Er war ja nicht mal so, dass er unschuldig geguckt hat, er hat es einfach gar nicht mitbekommen. Er rennt da in Leute rein, die fallen alle um, er köpft gegen Jan Koller, der rollt sich gefühlt wie Neymar danach. Gattuso hätte sich auch gerollt wie Neymar, wenn er mit dem zusammengestoßen wäre. Und er ist ja nicht mal so, dass er sich entschuldigt. Er kriegt es einfach gar nicht mit, dass sein Gegenspieler am Boden liegt. Das ist ja das Geile. Eieieiei, der alte Seevolk. Da hat sich der Deutschsprachkurs bei Toussaint gegönnt. Ja! Ja, der war öfter mal mit Freddy Bobic einheben. Und jetzt weiß er, wie es geht. Wenigstens beim Fotoshooting sieht ein Sona immer fresh aus. Ich glaube, ein Sona hat mehr Fotoshootings gemacht als Trainingseinheiten für uns mit der Mannschaft zusammen absolviert. Kann das sein? Oder wie Sarah ihn immer freundlich nennt, der Kreuzbandriss. And as I said. Too much. Ja, die soll mal Toussaint interviewen, absolut. Wenn er bei uns bleibt, auf jeden Fall. Ja, perfekt. And now smile. Smile. Der kommt ja aus dem Lachen gar nicht mehr raus, der Insona. Okay. Die Platte war nochmal frisch bei Abbas Venezia, das sieht man. Und Arme verschränken. Okay, jetzt komplett zur Seite drehen. Genau. Und auf das weiße Blatt schauen. Und zur anderen Seite drehen. Einmal drüben, da musst du noch einmal unterschreiben. Okay. Jetzt unterschreibt er seinen Auflösungsvertrag. Und kannst du dir auch ein Bild für die Autogrammkarte aussuchen. So. Für die Autogrammkarte, für die Vorderseite. Ist ja immer ein bisschen ernster geschaut, ein bisschen da lach mehr gelächelt. Ich mir da darfst du jetzt entscheiden. MDCX, spart mal lieber, danke für dein Stufe 1 Abo, fünfter Monat am Start, kurz vorm Champions League Pokal. Ich sag's jetzt so lange, bis es sich integriert hat. Das heißt nicht HOE, es heißt HAHA HO, Hertha BSC. Arme verschränkt, Dodis Standardpose auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, warum er es ihm überhaupt gesagt hat, ja? Hands to the apps, braucht er doch gar nicht sagen. Oder? Mario Dankwunder Bitz hatte echt ohne Witz mal einen Kunden im Laden, 1,90 groß, schwarz, und der fing an, zu sächsisch zu sprechen. Wäre so geil, wenn das bei dem Kreuzbandriss passieren würde. Digga, das wäre geil. Den einfach mal in so eine Deutschschule. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. In so eine Deutschschule und irgendwo in Dresden schicken, damit der da Deutsch lernt. Und auf einmal sagt er da so. Spricht er mit so einem sächsisch-französischen Dialekt? Das wäre anders wild. Res mit die Vision, sagt er dann. At Home Band, Dank 190. Bits.
mein Lieber. Sehr, sehr großzügig heute wieder am Start hier. Neuer 5-Jahres-Vertrag unterschrieben für 200.000 im Jahr. Das wäre eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Benny, mein Lieber, danke für dein Stufe 1-Abo. 9 Monate am Start. Doppelter DFB-Pokal wird sich hier geklärt. Vielen, vielen Dank für deinen Support, du geile Sau. Wann kommt das dritte Trikot? Keine Ahnung, Digga. So lange wie beim Fotoshooting hatte Dodi noch nie gearbeitet. Das glaube ich auch. Das du gern hättest. Das Lächeln und die Rückseite sieht schön, dann schön so aus. Sieht dann so ungefähr die Rückseite von der Autogrammkarte. Sehr schön. Der wirkt irgendwie wirklich, also weiß nicht, ob der zuletzt in Amsterdam war, aber der wirkt irgendwie ziemlich geerdet. Peace out. Sehr schön. So aus. Sieht dann so ungefähr die Rückseite von der Autogrammkarte. Sehr schön. Gut aus. Sehr schön. Der ist doch gar nicht anwesend, der Typ. Gib her, danke. Was hat dem Uli Schleicher da wieder in seine Cola Zero gemacht? Danke. Morgen. Ja, aber. Danke. Oh, sieht schön aus. Das ist auch gar nicht gescriptet. Stell dich mal gleich so vorm Spiegel. Wir tun so, als ob du sagst, du findest die Trikots richtig geil. Richtig Verdachtsfälle-Style. Warte mal. Ja, danke. Mama, was machst du da mit Papas bestem Freund im Bett? Oh nein. Ich glaub das einfach nicht. Schauspielskills aller Verdachtsfälle oder die Trovatos. Nein, es ist natürlich nicht geschauspielert. Er freut sich einfach wirklich über. Kann ja sein, dass er sich wirklich freut, aber es ist genauso wenig wie Dodi natürlich Marihuana konsumieren würde jemals. ist der Linus hier nicht begeistert von den Trikots? Sieht schön aus. Ja, ist geil. Ich liebe ein bisschen mehr. Aber irgendwie sieht es geil aus. Obwohl das BSR-Farben sind, sieht irgendwie fresh aus. Hier. Dann letztes Jahr. Ist gut. Aber hoffentlich Pink kommt zurück. Ich habe nicht in Pink gespielt und ich freue mich so viel. Ja, Pink hat er gerne, ja? Der Tim Wiese. Aber hat noch nicht in Pink gespielt. Ich will so gerne in Pink gespielt. Ich sehe gut aus in Pink. Meine Mutter hat es gesagt. So ein sympathischer Typ, der Olli. Einmal ganz. Guck mal, bei Sona muss er sagen, einmal lächeln und dann zwingt er sich so ein Lächeln auf der einen Seite seines Mundes raus. Bei Olli Christensen, weil er einfach immer gut gelaunt ist, sagt er, einmal, kannst du jetzt mal bitte einmal nicht lächeln? Jetzt hör doch mal auf, die ganze Zeit zu lächeln. Du spielst immer härter. Hör auf zu lächeln. Neutral. Das ist völlig unauthentisch. Genau. Ist schwer. Siehst du, ist schwer nicht zu lächeln. Okay, jetzt kannst du wieder lächeln, alles gut. Nimmst du Lächeln? Ja. So, wie findest du das neue Trikot? Schön. Gefällt mir. Das wird halt quasi. Das gefällt ihm genauso wie der Mäuseturm. Seite? Da hat sich ja nichts geändert, da hast du ja durchschaut. Ja. Hast du alles, ja? Ja. Dann darfst du hier noch einmal gerne drauf unterschreiben, bitte. Ami, grüß dich. Oh, sorry. Also da dachte ich, jetzt kommt ein bisschen mehr. Wenn hier in Sona sieht aus wie einer, der jetzt hier, wie Ronaldinho, kennt ihr immer noch die Szenen von Ronaldinho, wo er das immer auf dem Kopf hatte und dann auf dem Rücken hatte und so? Das dachte ich, kommt jetzt hier bei in Sona, aber da kommt einfach nur ja, mach mal schnell ein Foto. Eieieiei. Ja, danke. Der hat einen richtigen Haiwan-Bart bekommen. Und jetzt, Special-Auftrag, einmal lächeln.
Okay, dann wieder Arme verschränken. Ja. Genau. Hände in die Hüfte. Okay, dann einmal so, komm her. Da sage ich jetzt nichts zu dieser Szene, sage ich jetzt ganz bewusst nichts. Denn was glaubt ihr, wie oft kann Sona einen Ball hochhalten? Also ohne, dass er zwischendurch auf dem Boden aufkommt, ja? Nicht diese dreijährigen Tricks einmal aufkommen lassen. Ich würde schätzen, glaubt ihr, er schafft es zweistellig oder nicht? Ein bisschen seitlich drehen. Nein, warte, wird das da gezeigt? Dann muss ich jetzt richtig machen. Okay. Du kannst richtig berühren, wenn du willst. Okay. 3, 2, 1. Ja! Oh, das war nicht so schlecht. Komm. Da kann sich aber Toussaint eine Scheibe von abschneiden. Ich kann von hier direkt nehmen. Ja, Derby-Star-Bälle sind sowieso geil. Die erinnern mich immer an meine Jugend. Top. Okay. Wait, ist okay. Ja, weiter. Ich mach einfach mal einen Moment. Jetzt wird auf der Rache. Wo ist der Himmel da? Ja, Daniel, das ist die falsche Frage. Mit oder ohne Kreuzbandriss? Diese Frage stellt sich doch bei Sona gar nicht. Der heißt doch schon der Kreuzbandriss. Wann hat der denn mal keinen Kreuzbandriss? Das ist eher die Frage. Nein, wir machen uns. Ich distanziere mich natürlich, mich darüber, über Verletzungen von unseren Hertha-Spielern lustig zu machen. Ganz entschieden differenziere ich davon. Michel Brink hat auf Twitter mit Ansage an Bayern und unsere Jugendspielern. Was? Können wir uns gleich angucken. Michel Brink hat Twitter? Ist das Fake? Du kannst einmal da drüben deinem Kollegen gucken und die Eins für deinen Autogrammkarte. Lächelt man lieber auf der Karte oder nicht? Das ist genau jetzt deine Aufgabe. Darfst du jetzt entscheiden? Dich zu entscheiden. Schwierig. Qual der Wahl. Was willst du sagen? Da lache ich mir doch einen Arsch ab! Okay. Airtime Flow, so ist es nämlich richtig. Danke für dein Prime, da muss ich direkt niesen, so wie ich das vorgelesen habe. Danke für dein Prime-Abo, 4. Monat am Start. Mach's weiter so, freue mich immer wieder. Na, muss ich hier nochmal kurz umschalten. Freue mich immer wieder mal dabei zu sein. Das freut mich auch. Das ist dich, freut mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Support. 4. Monat am Start. Bam! Lächeln? Ja. Meistens haben Lächeln genommen. Okay, lächeln. Ja? Ist besser. Dann bitte einmal auf dem iPad unterschreiben. Alter Mario, bitte hier nicht sowas reinschreiben, ey. Ich krieg hier irgendwann noch eine Abmahnung. Gut. Linus, was sagst du zum neuen Trikot? Sieht top. Wie oft wollen Sie ihn noch fragen? Es gibt keinen, der öfter gesagt hat, wie geil er das Trikot findet. Jetzt sag doch nochmal. Wirklich, mir gefällt es sehr. Wait. Na, sitzt alles? Hier mit der Hacke auf die schwarzen Punkte? Genau. Das Seepolk sieht so geil aus. Okay. Das war's. Das war aber nur der kleine Bruder von Michel Brink, der U16 spielt, okay? Das war's. Danke. Top. Danke schön. Immer noch weiblich. Bam. Sorry, meine Liebe. Ja, aber weil da Airtime Flo steht, geht man davon aus, dass es Florian ist. Einmal zu mir noch wieder? Yes. Oh. Ab Monat 12 werde ich es mir vielleicht merken können. Also ich hoffe es zumindest. Die Autogrammkarte für die Vorderseite. Ja. Darfst jetzt quasi aussuchen, ob mit Lächeln oder Ernst. Oh, nice! Hm. Was hättest Beide du gerne? Beide sind schön. Beide sind schön, ja, jetzt musst du dich entscheiden. Beide. Geht das? Nein, da geht nur eine. Okay, ich muss gucken, warte. Which one do you like? Hab 1,1 Promille, bin für meine Aussage nicht mehr verantwortlich. Also so einfach kannst du dich nicht aus der Affäre ziehen. Ehrlich sein. Lächeln. Lächeln sieht gut aus. Ja. Wir wollen Autogrammkarten vom Kaderplaner. Ey, ich weiß genau, was passieren würde. Wenn die rausbringen würden, ihr würdet mir das doch alle zuschicken, ey.
Ihr würdet alle sagen, komm, ich habe ein Geschenk für dich und beim nächsten Community-Treffen würde mir jeder so eine Dirk Duffner Autogrammkarte geben. Auch. Oder Dirk Tegler. Ey, das ist auch geil, wenn ihr einfach ins Stadion geht und irgendeiner von euch hat so eine VIP-Karte und sitzt da mit denen im Atrium, holt sich vorher bei eBay eine Dirk Tegler Autogrammkarte und lässt ihn die einfach unterzeichnen. Das wär wirklich ein King-Modus. Ja, lächeln. Mache wieder. Ja? Yes. Super. Und die Rückseite sieht so aus. Da hast du ja nicht lächeln, nicht ernst, da. Okay. Das passt ja so, sieht dann so ungefähr so aus. Ja. Dann brauche ich nur noch eine Unterschrift auf dem iPad von dir. Okay. Groß oder? So wie du möchtest. Das kommt dann vorne auf die Autogrammkarte mit drauf. Hm. Hast du? Ja. Die unterschreiben die ja nicht mal mehr richtig, war die Autogrammkarten. Das ist immer nur so ein Autogrammkartendruck. Damals haben sie es ja noch wirklich unterschrieben, ne? Super, das war's von mir. Okay, danke schön. Schönes Wochenende. Ja. Ciao, danke dir. Ja, alles klar. Haben wir gesehen. Auf jeden Fall geil, dass sie so viel Content machen gerade. Glaubst du, Dirk Duffner kennt uns? Wer kennt uns nicht? Also wenn Dirk Duffner uns nicht kennt, dann hat er aber einiges verpasst. Früher war alles besser, das sowieso. Auf jeden Fall. So, also ihr sagt Twitter. Hast du die Dirk Duffner Kaffeeauslese von mir schon probiert? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich zu Hause auch gar keine Kaffeemaschine. Ich kann es, wenn dann, nur im Büro machen. Also ich habe eine Kaffeemaschine zu Hause, aber nur so eine Kapselmaschine. Deswegen müsste ich das mit ins Büro nehmen. Da haben wir aber noch genug. Und ich will die Packung auch irgendwie nicht aufmachen. Ja? Es ist mir zu besonders, als dass ich den anrühre. Vielleicht ist es wie, wer weiß, was Dirk Duffner noch alles in seinem Leben so macht. Nachher ist diese Kaffeeauslese irgendwann mal 10 Millionen Euro wert oder so. Also ich habe es gut weggeschlossen, sagen wir mal so. Lukas Michelbrink heißt er, ja. So, was hat er jetzt hier gepostet? Ich sehe nichts. Hat er das wieder gelöscht oder was? Hier sind nur traurig. Hier ist nur ein merkwürdig guckender Smiley und ein, ja, ich sag mal, ein kritisch. Ja, er beäugt diesen Artikel kritisch. Den ersten Tweet anklicken. Digga, ich kenne mich doch bei Twitter nicht aus, Alter. Bayern einfach übel nervig, Mann. In der U13 schon versucht, mich und ein paar andere von uns abzuwerben. Haben alle zwei Wochen meine Mutter angerufen und gesagt, wir sollen uns das Projekt doch wenigstens mal anschauen. Gibt's da nicht irgendwie sogar Verbote für? Also ich will jetzt auch nicht immer Bayern da so die Schuld in die Schuhe schieben, weil wir freuen uns auch alle, wenn es andersrum laufen würde. Und wir werben ja auch junge Spieler von anderen Clubs ab. Ist ja, ich weiß gar nicht, wer war denn das, der jetzt gegangen ist? Ach, weiß ich nicht mehr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. War Kade nicht auch vorher bei Hansa Rostock? Irgendeiner kam doch auch von Hansa Rostock. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber wir werben die ja auch ab. Das ist nun mal das Fußballgame. Also man braucht dann sich nicht nach oben immer aufregen, finde ich, wenn man selber das Gleiche am Ende macht. Aber sowas würde natürlich, ist natürlich immer geil, wie ehrlich so ein, wie alt ist der 15-Jähriger noch ist? Weil ich glaube, sobald er einen Profivertrag hat, wird er sowas nicht mehr schreiben. Bleib hier, King, selbstverständlich. Weißt du, ob Leander bleibt? Daumen hoch. Du bleibst uns erhalten, aber sad für die Akademie, weil ihr wieder nicht ausreichend geschützt werdet. Okay. Naja.